Servus, meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier zurück in dem gottlosen Tal. Ja, also es wird lustig, es wird wieder lustig. Freunde, denkt daran, Däumchen wären Träumchen. Und Freunde, ich kann mich erinnern, hier, guck mal, hier sind wir ja hergekommen. Ja, hier sind wir ja hergekommen. So, und hier links rum gibt es auch noch einen Gang. Hier können wir auch noch rein. Aha, hier gibt es nämlich auch noch was zu holen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier drinne war. War ich schon mal hier drinne gewesen? War ich schon mal hier drinne? Aha. Ach so. Ach so. Ach so, da kam ich wieder nach oben. Okay. Da kam ich wieder nach oben. Alles klar. Schön, dass wir drüber geredet haben, Freunde. Ah. Aber gab es nicht hier auch noch irgendwas zu holen oder so? Da müssen wir nochmal gucken, Freunde. Da müssen wir jetzt nochmal gucken. Ja, weil vielleicht habe ich ja hier irgendwo etwas übersehen. Heute machen wir reine Suche, Freunde. Heute soll hier nur gesucht werden. Ja, damit wir hier alles nämlich finden, was hier eventuell noch versteckt ist. So. Okay, es sieht aber nicht danach aus, als ob hier noch irgendwas wäre. Vielleicht da unten noch irgendwas oder so. Ha? Ha? Oh, da unten liegt was. Oh, da unten liegt was. Pass mal auf hier. Pass mal auf, da müssen wir runter. Da müssen wir runter, das müssen wir uns holen. Ja. So, Java, geh bitte mal hier runter. Dankeschön. So, ist hier noch irgendwas? Nein. Oh, da unten haben wir was liegen, Freunde. Da unten habe ich eben was leuchten gesehen. So. Kann ich da unten in die Suppe springen, ohne dass mir was passiert? Nein, Lehrer, das wollte ich nicht, ja? Das wollte ich nicht. Du gehst jetzt bitte hier runter. So, kann ich da unten in die Suppe springen, ohne dass mir was passiert? Geht das? Oi, 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 oi. Ja, kann ich. Sehr schön. Sehr schön. Okay, einmal bitte hier raus. Ah, guck mal. Hier unten liegt Stuff rum. Aha, guck mal hier. Ich wusste, es war ein Fehler, ihm ein Getränk ins Gesicht zu schütten. Ich tat es trotzdem. Ich dachte, dass Minister Dyatlovs verdutzter Blick den Verlust meines Forschungsetats wert wäre. Ich war so dumm. Die Ratten vom KGB traten noch vor dem Morgengrauen meine Tür ein. 5 Jahre im Arbeitslager. Sie haben nicht mehr den Mumm, es beim Namen zu nennen und nennen es Freiheitsstation. Lügner. Es ist ein Gulag. Ich habe mir geschworen, dass sie mich nicht brechen. Doch schon in der ersten Woche winselte ich um Gnade. Ich muss hier raus. Eine der Wachen, ein rotwangiger Bursche namens Ivan, hat mehr Herz als Verstand. Es schmerzt mich, seine Arglosigkeit auszunutzen, doch ich werde hier nicht verfaulen. Aha, hier, guck mal, da kommt so ein bisschen was über die Vorgeschichte raus. Mhm, cool. Cool. So, jetzt habe ich hier nämlich schon mal wieder was gefunden. Aha, hier unten war nämlich ein Dokument. So, Freunde, jetzt gucken wir mal da drüben. Ob hier drüben auch noch vielleicht irgendwas ist oder so. Moment, wir gehen mal hier raus. So, vielleicht haben wir hier auch noch irgendwo etwas übersehen. Okay, sieht hier nicht danach aus. Sieht hier gerade nicht danach aus, als ob wir hier noch irgendwas übersehen hätten. So, aber es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, weil ich habe nämlich da dieses Buch gefunden, Freunde. Das hat sich definitiv schon mal gelohnt. So, jetzt können wir hier dran gehen. Und gehen wir nämlich wieder nach oben. Und dann suchen wir jetzt nämlich alles Millimeter für Millimeter nämlich ab, ja. Das muss jetzt sein. So, einmal darüber. Dankeschön. So. Vielleicht haben wir von hier oben auch nochmal einen Blick, wo wir nämlich dann auch nochmal gucken können, ob da noch irgendwo was rumliegt. So. Jetzt schaue ich mich hier nochmal. Nehmen wir jetzt von hier aus noch was. Da drüben liegt noch was. Was liegt denn noch da drüben? Wie komme ich denn da hin? Da liegt auch noch was. Oh, da brauche ich auch dieses Ding, wo ich mich schwingen kann. Ah, oh, okay, alles klar. Ich kann mich immer noch nicht schwingen. Das ist das Problem, Freunde. Das ist das Problem. Oh, das ist natürlich, das ist mies. Das ist ganz mies. Okay, also hier war dann nichts mehr gewesen. Das heißt, wir können dann eigentlich auch erstmal zurückgehen. Ja, hier oben war ja eigentlich auch nichts mehr. No. Okay, hier dürfte auch nichts mehr gewesen sein. Oh, warte. Hat hier gerade was gefunkelt? Hat hier gerade irgendwo was gefunkelt?
hier, okay. Eher nicht. So, es wäre natürlich hilfreich, wenn ich diese Karte finden würde. Wenn ich wüsste, wo die Karte ist. So. Okay, hier sehe ich schon mal nichts. Hier sehe ich auch nichts. Hier scheint auch nichts zu sein. Oh, hier sind die Vogelscheuchen. So. Das ist natürlich sich ein ganz großes Problem, weißt du. So. Hier zeigt mir nichts an. Obwohl ich der Meinung bin, dass hier noch irgendwo irgendwas war. Da! Aha! Sie steckten mich zu den anderen russischen Gefangenen. Ich konnte den Hass in ihren Augen sehen und konnte es ihnen nicht verübeln. Für sie war ich nur ein weiteres Instrument ihrer Demütigung und Entwürdigung. Ich sagte ihnen nicht, was ich zu tun versucht hatte. Es konnte niemals genug sein. Als die Revolte kam, war ich bereit. Die einheimischen Gefangenen, die genau aus diesem Dorf in den Gulag geschafft worden waren, wurden von den Russen ferngehalten. Sie hatten von meinem Widerstand erfahren und das hielt sie davon ab, mich wie die anderen Wachen zu töten. Ich hielt meine Tochter, deine Mutter, zum ersten Mal, als der Gulag um uns herum in Flammen stand. Die Dorfleute nahmen uns beide auf und stimmten gegen ihren eigenen Aberglauben zu, mir zu helfen, deine Großmutter aus dem Tal zu retten. Ja, ihr Helden, Freunde, alle Helden. So, seht ihr, jetzt habe ich nämlich hier noch ein Dokument gefunden. Also, Freunde, es lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, okay. So, ich gucke mir jetzt erstmal hier die Karte an. Okay, jetzt rennen wir mal darüber. Moment, wir gucken, ob hier irgendwas blinke-blinke macht. Ja, da auf jeden Fall schon mal was blinke-blinke gemacht, ja, weil hier hatten wir nämlich schon mal ausgebuddelt. Okay, warte. So, hier würde es mich dann zurückgehen. Da würde es zurückgehen, hier diese Richtung, hier geht es zurück, da drüben lag das Buch. Okay, jetzt gehen wir mal hier hin. Ob wir hier noch irgendwo was sehen, was hier vielleicht noch in irgendeiner Weise nämlich interessant wäre. Aber ich glaube, hier war nämlich dann auch nichts mehr. Okay, hier ist nichts mehr. Alles klar, jetzt gehen wir mal hier durch. So, dann sind wir nämlich jetzt wieder hier, wo nämlich das Häckchenhäuschen war. Hehe. So, okay, hier sehe ich gerade nichts. Okay, hier tut auch nichts blinken. Hier tut auch nichts blinken. Ich achte auch immer mal so ein bisschen auf Laras Kopf, weil manchmal dreht sie ihren Kopf in irgendeine Richtung, weil sie irgendwas entdeckt hat. Hier war nämlich noch was gewesen. So, warte mal. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal da runter. Dann gehen wir jetzt nochmal hier runter. So, alles klar. Dankeschön. So, jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Ob wir hier nochmal irgendwas sehen. Hier sind noch Pfeile, die kann ich aber nicht mitnehmen. Okay, hier sehe ich auch nichts. Mal gucken, ob hier irgendwas hier zu sehen ist, ob hier irgendwas blinkt. Drüben liegt noch was. Drüben, hat er mir da gerade was angezeigt? Guck mal da, das sieht immer so aus, als ob da Augen wären. Böse Augen! Okay, aber sehen kann ich hier tatsächlich nichts. Okidoki, dann müssen wir halt da nochmal hoch. Ist sicher auch nicht schlimm. So, nochmal hier alles absuchen. Könnte ja sein, dass hier irgendwo noch was rumliegt, was wir vergessen haben. So, jetzt schauen wir nämlich hier nochmal, ob hier nämlich noch irgendwas war. Okay, hier sehe ich jetzt nichts. So, da in dieser einen Höhle, da waren wir ja schon drin gewesen. Ich gucke trotzdem noch mal rein. Vielleicht habe ich ja irgendwas verteilt. Ja. Okay. So. Aber ich glaube, da vorne war nichts mehr gewesen.
Da vorne hier war, glaube ich, nichts mehr. Hier haben wir, glaube ich, schon alles mitgenommen. Weil hier lag ja nämlich auch so eine Schriftrolle, glaube ich, war das gewesen. So, okay, aber hier ist nichts. Hier ist nichts mehr. Alles klar. Kein Problem, kein Problem. So, hier nochmal schnell gelunzt. Unter Wasser. Nö. Ja, ist in Ordnung. Entschuldigung, Entschuldigung. Tut mir leid. So. Cool. Cool, cool. So, hier haben wir auch nichts. Okay. Muss halt alles absuchen, Freunde. Ich muss alles absuchen. Weil ich versuche, das nämlich selber hinzukriegen, weißt du, ohne dass ich da irgendwie Hilfe oder so dabei habe. Warum ist das eigentlich wieder weg? Ha? Warum ist das wieder weg? Ha? Das ist ja eine miese Nummer, ey. Das ist ja mal eine ganz miese Nummer. Ach stimmt ja, da war ja was. Haha. Und ja erstmal hier hin. Obwohl, ich kann mir nicht vorstellen, dass da oben noch irgendwas gelegen hatte, weil da oben hat mir ja schon mal abgesucht. Ich glaube, das sind dann wirklich nur die Sachen, die nämlich dann dort sind. Ne? Das waren dann nur noch die Sachen, die ich. Warte mal. Oh, warte, warte. Das waren dann nur noch die Sachen, die hier gefehlt haben, ne? Dokumente und Überlebensverstecke. Genau. Genau. Das gehört nämlich zusammen. Aha, aha, aha. Das gehört zusammen. Okay. Okay, also wie gesagt, da muss ich mich dann schwingen. Das geht leider nicht anders. Aha. Oh, aua, aua, aua. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Okay, Freunde, wir gehen zurück ans Lagerfeuer. Wir gehen zurück ans Lagerfeuer. Wahrscheinlich geht das dann doch nicht anders. Wahrscheinlich muss ich dann doch erstmal in der Story weitermachen, damit ich die passende Ausrüstung bekomme. Okay. Aber Freunde, es gab noch ein Grab zu machen. Mhm, es gibt noch ein Grab. Jetzt bräuchte ich nur ganz schnell ein Lagerfeuer, dass ich dorthin komme. Ja. Und dann könnten wir nämlich da noch schnell das Grab machen. Da gab es nämlich bei dem, bei der Kupfermine. Bei der Kupfermine gab es nämlich noch eine Sache, da konntest du nämlich noch was tun. Da war, glaube ich, noch ein Grab übrig gewesen. Da gucken wir jetzt mal, Freunde. Da gehen wir jetzt mal ganz schnell gucken. Hör mal auf, jetzt gehen wir erstmal wieder hier hoch. Hallo, Herr und Frau Vogelscheuchen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. So. Einmal hier raus. Jawohl. So, wo war der Ausgang? Da ist der Ausgang. So, Freunde, dann gehen wir nämlich jetzt hier ans Lagerfeuer. Dann geht es nämlich ganz schnell zurück zur Kupfermine. Vielleicht kriegen wir jetzt noch in der Zeit nämlich ganz schnell das Ding nämlich dahin. Warum willst du eigentlich hier die ganze Zeit machen? Hm? Ha! Ich habe einen Fähigkeitspunkt bekommen. Aha! Hier! Okay, dann sollte ich wahrscheinlich dann hergehen und sollte das hier machen. Okay, alles klar. Okay, warte. Jetzt habe ich ja den hier ausgerüstet. Der... Der macht aber mehr Schaden. Das heißt, der ist besser. Okay, alles klar. Sehr schön. Aber ich habe einen Fähigkeitspunkt bekommen. Hier, nur weil ich gewechselt habe. Okay, warte mal hier. Zeig mir aber immer noch Waffen an. Zeig mir immer noch Waffen an. Okay, da fehlt mir noch. Da fehlt mir immer noch. Okay, alles klar. Warum zeigt er mir aber das hier weiterhin an, hä? Ha! Okay, wir bleiben aber trotzdem bei dem hier. So, zeigt er mir jetzt immer noch Waffen an? Er zeigt mir immer noch Waffen an. Okay, ich muss wahrscheinlich mal alle Waffen durchgehen, ja? Damit er mir, nämlich das hier mal anzeigt. Ha! Seht ihr? So. Habe ich nämlich jetzt mal alle Waffen nämlich ausprobiert. Haha. Okay, wie sieht es hier aus? So, wechsle ich hier auch mal. Okay. Fehlt mir noch. Alles klar. Sehr schön. Wie sieht es hier aus? Okay. Jetzt müsste das aber weg sein, oder? Es ist immer noch da. Warum bist du immer noch da? Upgrades verfügbar. Aber für was? Für was denn? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts.
Das sind keine Upgrades verfügbar. Och, leck mich doch. Ah! Okay, wir machen erstmal den Fähigkeitspunkt, Freunde. So, warte mal. 877. Okay, machen wir jetzt hier weiter bei Jäger. So, Nerven aus Stahl. Das Ziel mit vollständig gespannten Bogen bleibt erheblich länger stabil. Okay, sehr schön. So muss laufen, Freunde. So muss laufen. Cool. Ach, warte mal, ich wollte ja Schnellreisen machen. Oh, hier verrinnt die Zeit und ich tue mich jetzt hier mit sowas aufhalten. Das geht doch nicht. So, Schnellreise. So, wir müssen jetzt hier rüber. Komm, hier. So, warte mal. Wo war unser Lager gewesen? Da war unser Lager. Wir gehen aber jetzt hier hin. Weil, wie gesagt, hier gab es noch ein Grab, Freunde. Hier gab es noch ein Grab bei dem Kupferwerk. Bei der Kupfermine. Da gehen wir nämlich jetzt hin. Da gucken wir nämlich ganz schnell mal, ob wir da das Grab nämlich noch machen können. Aha. Na komm, bitte, 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 bitte. Dankeschön. Sowjetanlage. Weißt du. So, warte mal. Wo war der Grabeingang gewesen? Der Grabeingang, der war hier gewesen. Alles klar. Herausforderungsgrab. Das machen wir jetzt, Freunde. Das Herausforderungsgrab, das machen wir jetzt. Wollen wir nochmal gucken, ob wir da irgendwie jetzt reinkommen. So, wo soll denn da der Eingang sein? Okay, dann muss ich auf jeden Fall einen Stockwerk höher gehen. Da muss ich etwas weiter nach oben, ne? Oder ist das hier der Eingang? Ist das der Eingang? Das ist auch nicht der Eingang, oder? Nö, das ist nicht der Eingang. Ah, da könnten wir rein. Ah, und guck mal, ich habe hier was gefunden. Ah, cool. Dankeschön. Okay, habe ich hier irgendetwas, was ich in die Luft sprengen könnte? Gibt es hier irgendwas, was ich mitnehmen kann? So bummäßig. Hier standen doch mal vorher immer so Kanister rum. War das vorne gewesen oder gab es auch hier welche? Oh, hier auf jeden Fall nicht. Okay, alles klar. Pass mal auf. Ich versuche mir mal so einen Kanister irgendwo zu klauen, oder? Oder wollen wir das beim nächsten... Ich muss ja sowieso nochmal her. Okay, Freunde. Das würde jetzt eh nichts bringen, ja? Oder ich mache das Grab. Nee, ich mache das Grab. Ich mache das Grab in der nächsten Folge. Ich hole jetzt irgendwo einen Kanister her. Ich besorge mir jetzt einen Kanister, ja? Und dann werden wir nämlich hergehen und werden nämlich sehen, dass wir das nämlich aufsprengen. Hier irgendwo müsste ja noch ein Kanister rumstehen oder rumliegen oder sonst irgendetwas. Ich meine nämlich, dass ich irgendwo welche gesehen habe. Irgendwo gab es irgendwo Kanister. Kanister, Kanister, Kanister. Und dann macht es nämlich da auch Bumm. Ja. Hab dich. Aha. Okay, da kann ich nichts mitnehmen. So, Dankeschön. So, Freunde, jetzt nehmen wir uns einen schönen Kanister mit. Guck, da steht einer. Dankeschön. So, den brauchen wir jetzt. Das geht jetzt ratzifatzi. So, Moment, Moment, Moment. Mit der Holzbarriere hat es funktioniert. Ich hoffe, dass es auch mit der Metallbarriere funktioniert. Guck mal, die rennen alle vor mir her. Wir haben es alle eilig. Warum hast du den jetzt fallen lassen? Lara, warum hast du den jetzt fallen lassen? Echt jetzt? Darf ich den da nicht mitnehmen? Oh, das ist ja mal... Ein Hase in der Luft. Hallöchen. Das war ein Zauberhase. Das war ein Zauberhase. Aha, habt ihr das gesehen? Okay, ich darf den Kanister nicht da mitnehmen. Ich darf den da nicht mitnehmen. Das ist traurig. Das ist wirklich sehr traurig. Okay. Warte mal, war nicht hier auch noch irgendwo was Verschlossenes? Dann mache ich das doch hier, oder?
War hier nicht auch noch irgendwo was gewesen, was ich auch noch öffnen konnte? War das nicht hier? Ich guck mal. Genau, hier war das. Okay, alles klar. Dann versuche ich mal den Kanister hierher zu holen. Ha! Okay. Und ich habe mir das alles einfacher vorgestellt. Aha. So, okay, warte mal. So. Okay. Eile. So, das war hier gewesen, ne? Hier mussten wir hin, oder? War das hier? Ne, hier war es nicht. Moment. Hier war es auch nicht. Hier war es. Sehr schön. So, pass auf. Hier, zack. Und bumm. Und zack. Weg ist es. Na bitte, geht doch. Okay, gibt es hier schon irgendwo was zu holen? Da ist was, Freunde. Da ist was. Ha! Und? Karte aktualisiert. Sehr schön. Wird sich gut aus, weißt du. War das aber schon alles hier drin gewesen? Das kann doch unmöglich alles gewesen sein. Oh. Okay, anscheinend gibt es dann hier nur noch Rohstoffe drin. Okidoki. Hm. Ah, hier, guck mal, hier drüben wurde alles aufgedeckt. Oh, cool. Cool. Oh, das läuft doch gut. Das läuft doch gut. Aha, sehr schön. Okay. Freunde, aber so wie es aussieht, kann ich wirklich tatsächlich noch nicht alles machen, ohne dass ich die passende Ausrüstung dafür habe. Traurig. Das macht aber gar nichts. Hey, Andy, was habe ich dir getan? Ha? Was habe ich dir getan, dass du dich jetzt die ganze Zeit meldest? So, okay, warte, dann gehen wir nämlich jetzt hier runter. So, Lara, bitte da runter. Dankeschön, so. Okay, wir gehen in die Sowjetanlage. Ich habe doch noch gesehen, da ist Überlebende versteckt, weißt du. Da müssen wir jetzt hin. Dann hole ich mir nämlich jetzt noch schnell das Überlebenden versteckt, was nämlich da hinten in der Ecke nämlich zu sehen war. So. Und dann können wir nämlich in der nächsten Folge... In der nächsten Folge machen wir vielleicht einfach mal mit der Story weiter, Freunde. In der nächsten Folge einfach in der Story weitermachen. Ja. Und dann gucken wir nämlich, dass wir nämlich die passende Ausrüstung bekommen. So, wo ist das Überlebenden versteckt? Das ist irgendwo hier dahinter. Okay. Sehe ich schon irgendwo blinken? Da, geradeaus, Freunde. Immer geradeaus. So. So. Irgendwo da. Da ist es. Ah, cool. Dankeschön. So. Ah, Highlights. Absolute Highlights. Cool. Das gefällt mir. Gab es hier drinnen vielleicht noch irgendwas Brennbares oder so? Nee, ne? Ich würde gerne da hinten dieses Ding aufsprengen, aber ich habe nicht die Waffe dafür. Oh, okay. Egal. So, das kann ich nicht mitnehmen. So, pass mal auf. Vielleicht ist ja hier irgendwas auf dem LKW. Da irgendwas drauf? Nein, auch nicht. Okay, alles klar. Kann man nicht ändern. Kann man leider nicht ändern. So, Freunde. Dann würde ich mich sagen, wir machen hier an der Stelle nämlich Feierabend. Ja, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Das heißt, wir machen an der Story weiter. Das heißt, es ist, als nächstes sind wir nämlich dann hier. Dann geht es nämlich in die Mine rein. Und die Mine, Freunde, glaubt mir, die ist arschgroß. Die ist sowas von arschgroß. Das kannst du dir gar nicht ausdenken. Ha, ich war da ja schon mal drinne. Freunde, aber wie gesagt, wir sehen uns wieder zur nächsten Folge. Denkt daran, schaut mal in die Endcard. Wieder cooler Stuff verlinkt. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, guckst du weiter. Freunde, ciao, tschüss.